I'm proud to now be able to share that I am joining the brilliant team at Lemonada to continue my love of podcasting. Findet den Fehler? Wer hat's gesagt? Genau, Meghan Markle. Sie hat uns nämlich wissen lassen, dass sie wieder podcastet. Also, naja, so genau. Hallo, wir wollen es mit dem Arbeiten ja mal nicht übertreiben, weil er könnte einem ja schwindlig werden. Ne? Außer er macht es Falten, hat ihre Mama bestimmt ja schon lang beigebracht. Ja, Meghan macht also wieder Podcast. Also beziehungsweise, wie gesagt, nicht so richtig wirklich dolle wieder, weil eigentlich verwurschtet sie ja jetzt erstmal wieder Archetypes. Das war dieser unfassbar erfolgreiche Podcast, der nach, glaube ich, 11 oder 12 Folgen wieder eingestampft wurde und wo ihr dann einer der Manager von Spotify hinterhergerufen hat, dass er selten so was Faules und Uninspiriertes gesehen hätte wie die beiden. Ja, aber jetzt ist sie wieder am Start und das gehört sicherlich zu dieser ganzen Gruppe von Ankündigungen oder beziehungsweise von Projekten, die sie angekündigt hat am Ende des vergangenen Jahres. Und ja, das möchte ich euch heute einfach nochmal vorstellen, weil es momentan bei den Sussexes ja so boom, boom, boom geht. Und man weiß gerade nicht, ob das die Erfolge sind oder die Einschläge, die einfach näher kommen. In diesem Sinne begrüße ich euch von Herzen. Mein Name ist Petra von Strax und ich erkläre euch mal wieder die royale Welt. Ja, die royale Welt hat sich ja seit mehreren Jahren schon mit einem Standbein in die USA verzogen und spielt jetzt dort Königshaus. Das ist besonders vor dem Hintergrund natürlich ungemein witzig, als sie ja aus England weggegangen sind mit der vollmundigen Erklärung, sie werden jetzt auf eigenen Beinen stehen und sie werden jetzt nichts Royals mehr machen, sondern sie sind jetzt nur noch Menschheitswohltäter und kümmern sich nur noch um andere Menschen und um das Wohlergehen der Menschheit. Irgendwann auf diesem Weg müssen sie dann festgestellt haben, dass sie A, nicht Jesus Christus sind, was sicherlich ein sehr, sehr schwerer Tag für die beiden war. Aber mein Gott, ist halt so. Und sie müssen festgestellt haben, dass die gesamte Menschheit schon aus echt, echt vielen Leuten besteht und dass die echt, echt viel Probleme haben. Okay, dann denken wir nochmal über das Ganze nach. Sie hatten dann noch eine weitere grundlegende Erkenntnis, vor allem Harry hatte die, denn ich denke, Meghan brauchte die nicht mehr. Die kannte sie schon aus hungrigen Jahren, nämlich, dass Dinge Geld kosten. Und dass, wenn man Geld verdient, dass man nur eine gewisse Menge davon verdient und dass die jetzt offensichtlich oder möglicherweise nicht immer für das genügt, was man denn gerne hätte. Das heißt, wir wissen alle, er ist wohl mit einem geschätzten Vermögen von 20 Millionen Pfund nach Amerika gestartet. Die hatte er damals von seiner Mutter geerbt. Und ja, andere namhafte Einkommen hatte er durchaus, nämlich durch den König. Das heißt, Harry hat zu seinen Zeiten, als er noch ein Working Royal war, diverse Einnahmequellen gehabt. Also einmal war, wie gesagt, das Erbe seiner Mutter, das sicherlich angelegt wurde und von dem er die Zinsen bekommen hat. Dann gab es eine monatliche Spritze vom Papa, vor allem auch, wenn es mal nicht gelangt hat. Dann war er natürlich als Working Royal auch auf der Liste des Sovereign Grant, was früher die Civil List war. Kleine Erklärung, man hat vor ein paar Jahren, also wie kommt es von Civilist zu Sovereign Grant und so, man hat vor ein paar Jahren die Civilist genommen und hat gesagt, das kann so alles nicht bleiben, wir müssen da moderner werden und wir können nicht einfach jeden alimentieren, nur weil er halt das Glück oder Pech hatte, in die Königsfamilie selbst im weitesten Sinne hineingeboren zu werden. Also das ist alles zu teuer und zu viel.
Dann war damals ja auch dieses ominöse Annus Horribilis, muss man auch in diesem Zusammenhang nennen, den Brand von Windsor Castle, der mit Millionen zu Buche geschlagen hat. Dann stand am Horizont, dass Buckingham Palace dringend grundsaniert werden muss. Der funktionierte also teilweise noch mit der Technologie des 19. Jahrhunderts, was so natürlich auch nicht mehr funktionierte. Und als Repräsentationsgebäude auch für die englische Regierung war er irgendwann halt nicht mehr tragbar, weil man gesagt hat, also jeder Blinde mit Krückstock sieht, in welch desolatem Zustand dieses Gebäude ist. So, also da waren ganz, ganz viele, ganz, ganz große Projekte. Dann kam der Brexit. Es kamen die ganzen wirtschaftlichen, politischen Verwerfungen in England. Und ja, man musste sich halt wirklich mehr oder minder notgedrungen an diverse Reformen machen. Insofern wurde also aus der Civil List der sogenannte Sovereign Grant. Und dieser Sovereign Grant versorgt die Royals, die tatsächlich offizielle Termine für die Krone wahrnehmen. Weil die Queen auf Drängen ihres Sohnes Charles, der das Ganze sowieso effektiver machen wollte und modernisieren wollte, den ganzen Hof modernisieren, der ja noch seine ganzen Strukturen, auch Personalstrukturen aus den 50er Jahren hatte. Also da hat sie notgedrungen nachgegeben, man hat es dann umgebaut und hat eben die Gruppe von Personen verschlankt, die überhaupt noch an den Sovereign Grant drankommen. Das war dann der Sovereign Grant. Die Finanzen des Königshauses, muss ich jetzt dazu sagen, das erkläre ich jetzt nicht alles, weil das ist wirklich ein sehr komplexes Thema und das kann es jetzt auch nicht in einem Film, der eigentlich zu einem anderen Thema sein soll, einfach so nebenher erklären. Das funktioniert nicht. Ich werde eventuell mal einen eigenen Film dazu machen, wenn es euch denn interessiert. Also von daher, lasst mich wissen, wenn das ein Thema für euch wäre. Aber ich warne, das ist eine sehr trockene Angelegenheit. Deswegen belasse ich es für den Moment einfach dabei, dass ich sage, Harry hat was von dem Sovereign Grant abbekommen, weil er natürlich auch für die Krone unterwegs war. Und da natürlich den betreffenden Royals auch Kosten entstehen, weil Kleidung, Personal und so weiter. Ja, das war also eine der Quellen. Eine andere Quelle war natürlich seine Militärpension sozusagen. Er war ja aktiver Offizier gewesen und hat da dann eine gewisse Pension daraus bekommen. Aber wie jeder sich wohl vorstellen kann, der normale Pensionssold eines Ex-Berufssoldaten ist jetzt nicht so wirklich, wirklich toll. Und ich denke mal, bei Harrys Lebenswandel dürfte der wahrscheinlich schon am 3. des Monats weg gewesen sein. Spätestens. Ja, also insofern war wohl der Geldhahn von Papa ein sehr willkommener, der dann wohl auch entsprechend geflossen ist, weil es ist so, dass inzwischen ja dadurch, dass aus dem ehemaligen Prince of Wales jetzt der König von England geworden ist, aus dem ehemaligen Duke of Cambridge der Prince of Wales geworden ist, der aktuelle. Und damit steht William zum Beispiel, dass die Einkünfte aus der Grafschaft Cornwall zur Verfügung. Das heißt, ein Großteil von Cornwall und Lancaster gehören der Krone. Und es wurde im 19. Jahrhundert ein Deal geschlossen sozusagen, dass die Königsfamilie nicht mehr alle Kosten sozusagen vom Staat ersetzt bekommt, sondern dass sie die Grafschaften Lancaster und Cornwall sozusagen zugeteilt bekommt und von deren Erträgen eben zu leben hat. Und das war, wie sich dann im Nachgang rausgestellt hat, der beste Deal, den man überhaupt schlagen konnte, weil die Einnahmen aus diesen Grafschaften sprudeln und sprudeln, während die Einnahmen der englischen Regierung nicht mehr ganz so dolle fließen. Und das war ja schon öfters mal der Fall. Also ich sage nur Kriegszeiten, Rüstung und so weiter. Also da hatten wir ja schon mal unsere Problemchen so in Europa.
Ja, also von daher war also Williams Einkünfte waren perfekt gedeckelt. Der ist also Multimillionär, das muss man so sagen, ist einer der reichsten Männer Englands, logischerweise. Und es wird natürlich noch toller, wenn er denn mal König wird. Und Harry als Zweitgeborener hing dann sozusagen am Tropf des Papas. Aber das hat nicht weiter gestört, weil so what, ja, Hauptsache die Kohle kommt. Ja. Und dann kam eben Amerika, beziehungsweise es kam die Ankündigung von Harry und Meghan, dass sie keine Working Royals mehr sein wollen. Und zur allergrößten Überraschung des jungen Herrn hat der Papa gesagt, ja, Moment, wenn ihr keine Working Royals mehr seid, dann ist auch nichts mehr mit dem Sovereign Grant. Und wenn ihr auch für Termine gar nicht mehr für mich zur Verfügung steht, dann sehe ich auch gar nicht ein, warum ich euch alimentieren sollte. Hä? Und das war dann natürlich so der ganz große Ups-Moment für die beiden, weil auch so wie Harry dann später in Interviews gesagt hat und auch in seinen Memoiren verzapft hat, hat er mit allem gerechnet, nur nicht damit, dass sein Vater sagt, niet. Also das kam wohl wirklich völlig aus dem Blauen für ihn, wie er ja, was wir schon öfter festgestellt haben, wie er nicht besonders gut ist im Vorausschauen, im Vorausdenken, strategisches Denken, was man ja eigentlich für einen Offizier schon ein bisschen erwarten dürfte. Also strategisches Denken ist des guten Harrys Sache nicht. Also das kam aus dem Blauen raus und damit standen die beiden in den USA mit einer bösen Überraschung in der Tasche, zumal sie ja im ersten Moment oder für die erste Zeit bei einem Freund untergekommen waren, der hatte seine Villa zur Verfügung gestellt. Und da zeigt sich, denke ich, das erste große Problem der beiden, nämlich der Clash zwischen Wirklichkeit und Anspruch. Heißt, Harry hat sich immer im Kreis von Menschen bewegt, die sehr viel Geld haben, die Macht haben, die ein ungeheures Standing in der Gesellschaft haben. Und er hat sich, denke ich, nie gefragt, wo das herkommt, wie man da dran kommt, was man damit vernünftigerweise tut. Und nun war er in den USA, hatte noch diesen Eindruck von sich selbst, von zu Hause und hat sich, halb zog sie ihn, halb sank er hin, von Meghan Markle in diese Hollywood-Kreise rein manövrieren lassen, ist dann natürlich auch mit einer gewissen Begeisterung mitgegangen, weil Filmfans sind wir ja alle. Und dann stand er plötzlich umgeben von Leuten, die wirkliches Geld haben und die so ein Haus wie in Montecito haben, aber halt unter anderem. Und die wirklich auch ständig neues Geld generieren, weil sie Unternehmen haben, weil sie Kreative sind, weil sie immer wieder Ideen haben, die sie zu Geld machen können, ja. Und das war so der Moment, denke ich, wo Harry gedacht hat, oh, aber er hatte ja diesen Anspruch, er ist ja der Duke of Sussex und er hat ja, und sein Papa ist ja, und seine Oma und so, ne? Und damit stand er aber plötzlich, glaube ich, auf ziemlich verlorenem Posten, weil in den USA ist es so, wie in vielen anderen Ländern auch, dass dein Nimbus schön ist. Das macht natürlich deine Ausstrahlung und die Ausstrahlung ist ein Teil deines Vermögens. Aber tatsächlich ist das Wichtige, was du leistest, was du machst, was du kannst, was du bringst. Das heißt, wenn ich mit einem Projekt in Hollywood unterwegs bin, sagen wir mal, ich will einen Film machen, dann suche ich den Kontakt zu Leuten, die mir da weiterhelfen können, sprich, indem sie wiederum Kontakte anbieten oder Geld. So. Das heißt, wenn ich dann jemanden treffe, der sagt, okay, ich wäre bereit, dir dafür Geld zu geben, stell mir dein Projekt vor. Dann mache ich einen Pitch. Das heißt, ich präsentiere mein geplantes Projekt so
toll wie nur irgend möglich, weil ich den anderen davon überzeugen will, dass das was wird. Ich bringe Zahlen, ich bringe Namen, wer da nicht alle mitmachen wird bei meinem Film und mit wem ich schon Kontakt habe und alles diese Sachen, ja, weil ich den anderen überzeugen möchte davon, dass er mich mit seiner Kohle unterstützt. Weil, und das ist auch ein Teil der Wahrheit, Amerikaner geben dir gerne Starthilfe. Wenn du mit einem Projekt kommst und sie denken, oh, könnte was werden, na, lass mal probieren. Und dann sind die gleich mit im Boot. In Deutschland haben wir immer so ein bisschen die Bedenkenträger, ja. In der Uni hat mein Professor das mal die Reichsbedenkenträger genannt. Also bei uns ist immer erst so, ja, hast du das überhaupt durchgerechnet? Ja, und was ist denn, wenn das passiert? Und hast du mal darüber nachgedacht? Ach, ich weiß ja nicht. Das ist halt so mehr unser deutsches Ding. Wir sind halt eher so ein bisschen auf Sicherheit und was kommt dabei raus. Und Amerikaner sind da eher frisch und schnell und sagen, komm, hopp, das probieren wir jetzt aus. Sind aber auch genauso schnell, wenn es ans Aussteigen geht. Sprich, wenn du ein Projekt angeschmissen hast und dann geben sie dir so eine gewisse, also deine Geldgeber zumindest, geben dir so eine gewisse Vorlaufzeit, weil sie natürlich auch nicht blöd sind. Die wissen, ein Projekt muss sich erstmal eingrooven und es geht nicht alles von jetzt auf gleich. Und dann warten die ein bisschen zu und dann irgendwann, wenn sie dann so ihre Zweifel kriegen, dann sagen sie, sag mal, was läuft denn jetzt eigentlich? Erzähl mal, was geht jetzt? Und wenn du dann keine guten Erklärungen hast und wenn du dann keine guten Argumente hast dafür, dass sie im Boot bleiben sollen, dann sind die halt auch ganz schnell wieder weg. Dann sagen sie, okay, ich habe das Geld dran gegeben, hätte klappen können, hat aber nicht, schade und tschüss. So, und das ist etwas, das Harry so auch nicht kennt. Megan kennt's, aber ich denke, sie hat es wohlweislich vergessen. Weil sonst wäre ihr das zum Beispiel mit Spotify nicht passiert und das ist ihr halt mal passiert. Harry stand also plötzlich in den USA, hatte diesen enormen royalen Anspruch und diese ganzen tollen Ideen, ja, Traumata in Interviews mit Wladimir Putin klären oder mit dem Papst und wo jeder gesagt hat, ups, vor 100 Jahren hätten sie jetzt die Jacke hinten zugemacht, lieber Harry, ja. Okay, wir sind im Jahr 2024, da passiert es nicht mehr so oft, aber damals hättest du halt schon Probleme gehabt. Also er stand da und hat versucht, mit Leuten mitzuhalten, hat auch gedacht, dass ihm das so zustehe, dass er sich das auch leisten könne, die aber in einer komplett anderen Liga spielen. Und das hat er nicht verstanden, weil er hat seinem eigenen Nimbus und dem Nimbus des Königshauses geglaubt. Ja, das ist wie, wenn jemand dir sagt, du kannst fliegen. Spring von dieser Brücke und ich sag dir, du kannst fliegen. Harry ist gesprungen. Ja, leider, es ist so, ja, Harry ist gesprungen. Und wie auch nicht anders zu erwarten, wir wissen es alle, verflucht, hart aufgeschlagen. Das heißt, er hockt jetzt da mit einer Millionenvilla, 14 Millionen Dollar hat Montecito ihn gekostet. Natürlich hatte er das nicht bar auf dem Tisch, sondern er zahlt da jetzt brav jeden Monat ab, wie das jeder brave amerikanische Bürger so tut. Wobei, und das ist jetzt wichtig für gleich, er ist kein amerikanischer Bürger. Er hat nie die amerikanische Staatsbürgerschaft beantragt. Er ist wohl mit so einer Art Dauervisum da, weil natürlich seine Frau Amerikanerin ist und. Klammer auf, den Pass hat man ihr schlussseits nie abgenommen, den hat sie immer gehabt und sie ist ja auch rumgereist und wie sie dann nachher behauptet hat bei Oprah Winfrey, man habe ihr die Ausweise, Reisepass und so weiter abgenommen, also echt als wäre sie in eine Sekte eingetreten und der Guru hat es bestimmt, du verlässt dieses Gebäude nie wieder, also völlig irre, aber okay, das sind ja Schnee von gestern, aber okay, weiter mit Harry und Meghan. Sie standen also da, hatten eigentlich nichts anzubieten, hatten natürlich den Kopf voller toller Ideen und haben auch durch die Harry und Meghan Doku ein falsches Signal bekommen. Denn in diesem Projekt haben sie eigentlich das gemacht, was sie gar nicht wollten. Nämlich sie haben das royale Ticket verwendet und sind damit in die Morgenröte geritten.
Das Problem dabei war, wie gesagt, das hatten sie ja eigentlich nicht gewollt, aber es war halt so, dass das, was die beiden seit jeher für Aufklärungsarbeit halten und für Antirassismuskampf und für was weiß ich denn noch alles, das ist halt tatsächlich nur, dass man die Neugierde des allgemeinen Publikums mit einem Insider-Thema befriedigt. Das heißt, wir alle können nicht hinter Schlosstüren gucken. Und jetzt haben wir plötzlich jemanden, der aus dem allerinnersten Kreis stammt und der sozusagen sein Notizbuch aufschlägt. Dass diese Doku ein Riesenerfolg war, ich meine, echt, das wusste jeder von vornherein. Also die hätte ja so blöd sein können, wie sie wollte. Die Leute wären trotzdem vorm Fernseher gesessen und hätten sich das Ding reingezogen. Und ich habe es schon mal gesagt, Harry und Meghan, das ist wie ein Unfall auf der anderen Straßenseite, ja. Du fährst langsamer, du guckst, du schämst dich dafür, du findest dich selbst auch moralisch im höchsten Maße verwerflich, suchst vielleicht mit einem Teil deines Gehirns nach einer Begründung, dass du jetzt eigentlich das ja nur machst, weil du gucken willst, ob du irgendwie helfen kannst. Ja, aber am Ende des Tages ist es einfach peinlich und es ist unangenehm und du findest dich selber nicht gut dabei. Aber genau das ist passiert. Trotzdem, sie hatten also enorme Einschaltquoten. Das hat auch alles funktioniert. Und Netflix war es erstmal zufrieden. Jetzt will ich euch nicht diese ganze Story nochmal erzählen, weil unnötig, ja. Kennt ihr alle, haben wir alle. Ich pick's nur noch so jetzt bisschen raus, wenn es halt irgendwie der Wahrheitsfindung dient. In dem Fall ist es jetzt so, ich sage nur Spotify, Archetypes. Ich habe tatsächlich einige Kommentatorinnen im amerikanischen Umfeld gehört, die sagten, es ist so, dass ganz viel, ich muss jetzt dazu sagen, ich bin kein Seriengucker, ja, und auch kein Serienhörer oder so irgendwas. Also so nicht so der typische, ja, der Friends zum 50. Mal binget oder so. Also ich bin House am Eaton Place Fan und es gibt nur so ein, zwei andere Serien, die ich immer wieder aufmache. Raumschiff Orion zum Beispiel. Nicht so, dass ich es gestern gerade wieder geguckt hätte. Nein. Also das ist so mein Ding. Aber so in diesen hippen Serien bin ich jetzt nicht so wahnsinnig drin. Aber es ist so, dass diese amerikanischen Kommentatorinnen es mir erklärt haben, dass es sich so verhält, dass wenn eine Serie in den USA eingestellt wird, das heißt jetzt Fernsehen, Podcast, wie auch immer, dass es da sehr häufig passiert, dass die dann erstmal ad acta gelegt wird und wenn dann der Preis sozusagen runtergegangen ist, dann kommt ein anderer, zum Beispiel Streaming-Anbieter und kauft von dem Rechteinhaber die Rechte ein, um das Ganze nochmal zeigen zu dürfen oder und oder um den Stoff zu nehmen und nochmal neu aufzubereiten. Also dann sozusagen ein Sequel oder ein Prequel zu machen oder ein Quill. Ja, also ihr wisst, was ich meine. Und es sei ein eindeutiges Zeichen dafür, dass Archetypes wirklich so Dreck war, wie jeder gesagt hat, dass eben selbst nach Monaten und Monaten noch niemand gekommen sei und sozusagen die Brocken aufgehoben hätte. Jetzt hat sich das geändert. Die Podcasting-Firma Lemonada ist auf den Plan getreten. Wir wissen ja noch vom Jahreswechsel 23/24, dass Meghan Markle bei einem Frauen-Empowerment-Event erzählt hat, dass sie ja mit ihrem Mann zusammen ganz, ganz viele unglaublich tolle Projekte auf der Platte habe. Und da wäre ganz viel am Kommen und ach, sie ist ja so aufgeregt und ihr Mann findet es ja auch alles so toll. Und ich dachte, ah, Moment, ist er dann nur noch Kommentator deiner Projekte? Ja, weil wenn ich sage, hey, ich habe ein Projekt so und so und so und mein Mann findet es auch toll, dann heißt es jetzt für mich,
korrigiert mich, wenn ich damit falsch liege, aber dann heißt es, dass mein Mann nicht direkt in dem Projekt involviert ist, sondern dass ich es ihm nur vorgestellt habe und er ihm gesagt hat, oh, finde ich gut, ja, mach doch, Mensch, cool. Oder? Na? Ja, schon. Ja. Also jedenfalls hat sie damals ganz vollmundige Erklärungen gemacht. Sie hat uns ja auch gesagt, dass sie Projekte an den Start bringt, wo wir wieder lernen zu fühlen. Wo ich jetzt persönlich gesagt hätte, liebe Meghan Markle, hast du dir mal die Kommentare zu deinen und den Aktionen deines Mannes angeguckt? Also wenn die Leute irgendwas tun, dann fühlen und so. Echt massiv. Also mal von deinen Fans und deinen Hatern ganz abgesehen. Wobei Hater, das ist auch sowas. Lieber Gott, ich hab's gewagt, auf Instagram in einem Kommentar zu schreiben, dass Meghan halt nicht die tollste Schauspielerin aller Zeiten sei. Oh, boom! Das war hoch. Da heißt, oh, du bist ein Hater und oh yes, das sind die über mich hergefallen. Jesus, Maria und Josef. Und dann habe ich irgendwann geschrieben, Leute, wenn ich sag, dass jemand keine tolle Schauspielerin ist, ist das kein Hass, das ist eine Meinungsäußerung. Du lieber Gott, ja, also lasst mal die Kirche im Dorf. Aber heute ist es alles so gleich so völlig over the top und alles ist so riesig und da denke ich als mal so, regt euch doch nicht so auf. Denkt doch erstmal drüber nach und hin und her. Was soll denn das? Aber okay, war spaßig. Vor allem im amerikanischen Raum stelle ich da immer wieder fest, dass wenn du da ein bisschen eine konträre Meinung hast, so zu den Mainstream-Leuten oder denen, die so dann in einem Thread besonders viel kommentieren, dann kriegst du so tolle Frauennamen zugeteilt und sowas. Da ich mir dann von meinem Mann erklären lassen, was das bedeutet, war total putzig, aber okay. Also für Amerikaner ist es ein Riesending und da können sich sehr aufregen und da gehen also wirklich so die Emotionen hoch. Insofern hatte ich dann so meine Zweifel, dass Meghan Markle den Leuten das noch beibringen muss, wie das geht. Aber okay, also damals bei diesem Event hat sie da sehr große Ankündigungen gemacht, ist aber wie immer nicht konkret geworden. Und jetzt haben wir aktuell super, super brandheiß auf dem Tisch liegen. Sozusagen, wir können es noch gar nicht aus den Kuchen aus der Form nehmen, weil das Ganze noch so heiß ist. Und wenn wir jetzt die Form aufmachen, fällt der Kuchen auseinander. Ich glaube, ich mache die Form mal auf und schau mal, was mit dem Kuchen passiert. Okay, let's get started. Folgendes ist passiert. Ich habe gestern gesehen und praktisch zeitgleich kamen die ersten von euch, die mich angeschrieben haben und gesagt haben, oh, hast du gesehen, Meghan und Harry haben eine neue Homepage. Und ich dachte so, ja, habe ich gesehen. Bin aber noch am Recherchieren und will erst noch so ein bisschen gucken, was hat's damit auf sich, will mir die Homepage auch ein bisschen genauer angucken, weil hätte mir jetzt nicht genügt zu sagen, Leute, die haben eine neue Homepage, guckt mal drauf, weil also mein Job ist halt schon ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen. Aber ich fand diesen Zuruf oder diese Zurufe von euch unglaublich toll und wollte mich an der Stelle auch mal bei euch da draußen bedanken. Ich bekomme immer wieder von euch Hinweise auf neue Entwicklungen, auf Gerüchte, auf Ereignisse und bekomme die von euch zugerufen, kann dann weiter recherchieren, kann das so in ein Gesamtbild reinpacken und das macht einen ganz wichtigen Teil meiner Arbeit aus, weil ich bemühe mich natürlich, die, ich sag mal, im weitesten Sinne Medien im Blick zu behalten, seien es die französischen, amerikanischen, englischen, deutschen. Ich versuche das im Blick zu behalten, versuche auch Social Media im Blick zu behalten. Aber ich kann natürlich unmöglich überall gleichzeitig sein. Ich bin keine griechische Göttin.
Und deswegen ist es für mich persönlich auch so eine große, große Hilfe, wenn ihr da draußen irgendwas seht, darauf aufmerksam werdet und mir das zuruft, weil dann kann ich mich damit befassen. Es sind auch oftmals Sachen, wo ich sagen muss, sorry, das kann so nett sein, weil... Aber es ist für mich wahnsinnig wichtig, diesen Input zu bekommen. Von daher, wenn ihr sowas habt, werft es mir gerne über den Zaun. Ich guck drauf. Ich reagiere auch, das wisst ihr ja auch von hier, ja, dass ich die Kommentare alle beantworte und dass ich mir da wirklich Mühe mache und viel Zeit dafür nehme, weil ich das einfach finde, es gehört dazu. Und wenn jemand, meine Meinung, wenn jemand sich die Zeit nimmt in seinem Alltagsstress und sich hinsetzt und mir einen Kommentar, einen netten und dann einen Film schreibt, die Bösen natürlich nett, ne? Nee, aber das sind ja fast, sind eigentlich mal, nee. Könnte ich mich jetzt nicht beschweren. Also sich die Zeit nimmt, ja, und die Mühe macht, einen Kommentar hier drunter zu schreiben, dann finde ich, dann hat es derjenige oder diejenige auch verdient, dass ich darauf antworte. Manchmal ist es ein bisschen kurz, aber manchmal auch echt lang. Also es kommt ganz drauf an. Ja, in diesem Sinne möchte ich mich also bei all denen bedanken, die mir auch das mit Megans neuer oder Harry und Megans, das ist nämlich jetzt der wichtige Knackpunkt, neuer Homepage über den Zaun geworfen haben. Denn es war ja die ganze Zeit so, wir haben es mitbekommen, die Projekte, was ich jetzt schon habe anklingen lassen, sind massiv gescheitert. Netflix ist sozusagen schon wieder mit einem Fuß aus dem Zug raus. Und die Sussexes haben massiv seit Monaten mit enorm schlechter Presse zu kämpfen. Wo sie auftauchen, werden sie zerlegt. Ihre ganzen sogenannten wohltätigen Adventures, weil wirkliche Projekte sind es in meinen Augen nicht. Sie haben ja mit Archworld zum Beispiel eigentlich nur eine Plattform geboten für andere Leute, die wirklich was machen. Ja, also alles, was Megan zustande gebracht hat, war, dass er hingegangen ist und mit irgendwelchen afghanischen Flüchtlingsfrauen gekocht hat und hat sich dabei fotografieren lassen. Ist für mich jetzt kein wohltätiges Projekt oder soziales Projekt oder so, ja, das ist einfach nur, hey, ich brauche schöne Werbefotos und ihr mit euren bunten Klamotten seht da halt einfach cool aus und das macht, gibt so gute Vibes, wisst ihr, es gibt so unglaublich gute Vibes hier. Das war für mich der einzige Grund für Archwell überhaupt oder die Lebensader von Archwell einfach. Und die beiden haben dann zwar immer geschrieben, ja, wir unterstützen euch, aber wirklich aufgeschlagen oder so sind sie ja da so gut wie nie, weil ja dann gleich wieder Harry mit seinen Sicherheitsbedenken angewackelt kam. Und ja, dann kannst du sowas halt auch nicht machen. Dann hast du eine Plattform, wo andere Leute das machen können oder vorstellen können, was sie machen. Und die dann sicherlich hoffen, sozusagen durch deinen Bekanntheitsgrad wiederum ihre Initiative bekannter zu machen. Aber wirkliche Arbeit in dem Sinne für andere ist es jetzt in meinen Augen nicht, ehrlich gesagt. Also das, da verstehe ich was anderes drunter. Ja, die Veränderung der Homepage, wie sieht die aus? Sie hatten ja die ganze, also sie hatten ja bei ihrer Homepage, ich habe das auch in einem Artikel über Archwell mal auf meiner Homepage beschrieben. Sie haben diverse Stadien durchgemacht, was das Thema Homepage angeht. Als sie damals diese Idee hatten, halb und halb Royals zu sein und Geld zu verdienen plus Working Royals zu sein, hatten sie eine Homepage an den Start gebracht, die musste dann wieder ad acta gelegt werden, weil sie hatten vorher mit der Königin und der Verwaltung ausgemacht gehabt, dass sie, wenn sie denn Geld damit verdienen, sprich sie wollten verschiedene Produkte dort drüber verkaufen, wo eben Sussex Royal drauf stand, und da hat das Königshaus gesagt, okay, ja, könnt ihr machen, machen wir ja auch, aber ihr müsst die Produkte, so wie ihr sie dann verkaufen wollt, müsst ihr von uns absegnen lassen. Und dann gab es einen Stichtag. Zu diesem Stichtag sollte die Homepage an den Start gehen. Bis dorthin sollten die Produkte bewertet sein und freigegeben sein. Und Harry und Meghan haben aus welchem Grund auch immer
diese Homepage verfrüht an den Start geschickt. Das hat, vorsichtig ausgedrückt, zu höchsten Irritationen im Königshaus geführt und zu einem, ja nee, aber so nett, gell. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, die wurde vom Netz genommen, dann kam eben Amerika und es kam die Archwell Homepage. Es gab noch ein paar Zwischenstadien, aber das lasse ich jetzt mal alles weg. Also, dann kam die Archwell Homepage. Auf der Archwell Homepage habt ihr was gesehen? Ihr habt gesehen, es gibt Archwell. Was macht Archwell? Archwell ist aufgeteilt in die Wohltätigkeitsplattform Archwell. Das ist sozusagen das Wichtige. Und dann gibt's noch die Archwell Productions. Und diese Archwell Productions, die sind sozusagen zum Geldverdienen da. Darüber sollen Podcasts, Dokumentationen und gemacht werden. Das war vom Prinzip her, sage ich mal, keine schlechte Idee. Das Problem dabei war, dass die beiden A, eben diese enorm miese Presse hatten zwischenzeitlich. Und das andere Problem war ganz klar, dass sich, und das muss man halt traurigerweise auch sagen, die Leute nicht für Wohltätig, also, ach Gott, nee, in meinem Kopf klang es besser als ausgesprochen. Es ist nicht so, dass die Leute sich nicht für wohltätige Unternehmungen interessieren. So, wenn ich für irgendwas Geld gebe, will ich natürlich wissen, was macht diese Organisation, wo fließt mein Geld hin, was für Erfolge haben sie zu verzeichnen, wo gab es vielleicht auch Rückschläge, wer sind die Leute, die das Sagen haben. Das sind alles Sachen, die will ich natürlich wissen. Aber ich muss das jetzt nicht permanent haben. Ja, das heißt, wenn ich jetzt, sagen wir mal, es gibt das Rote Kreuz und ich sage, ich will denen jetzt was spenden, weil die machen gerade Hilfe in irgendeinem Erdbebengebiet. Dann möchte ich natürlich schon wissen, eben wie gesagt, wo geht mein Geld hin, was machen sie damit? Aber das war's dann auch. Dann habe ich ab dem Punkt X, so es gut läuft, die Expertise, glaube ihnen und sag, okay, was die mit meinem Geld machen, ist okay. Dann gibt's wieder ein Unglück oder irgendwas, wo das Rote Kreuz wieder zu mir kommt und sagt, hey, du hast doch damals gespendet, wie sieht's aus? Könntest du dir vorstellen, jetzt nochmal was zu geben? Wir würden uns freuen. Dann brauche ich da gar nicht mehr groß rumgucken oder so, sondern dann gebe ich's halt einfach. Das heißt, wir haben kein langes durchgängiges, ach, ich gucke da immer mal wieder rein, bla bla bla. So. Der andere Punkt ist, glaube ich, dass die Menschen, wenn sie an Königshäuser denken, und das tun sie natürlich, wenn sie an Harry denken, wir denken an Diana und ihre Kleider, wir denken an Paläste, wir denken an Kronen, an Roben und, ja. Aber wir denken nicht zwangsläufig, wenn wir Königshaus hören, an Armut, an Hunger, an Krankheit, an Katastrophen. Und von daher würde ich persönlich sagen, hatten die beiden folgendes Problem. Sie haben sich für eine Sache verschrieben, nämlich der Wohltätigkeit, die im Prinzip cool ist. Aber die passt nicht mit ihrem Nimbus wirklich zusammen, weil sie waren praktisch darauf angewiesen, immer nur Erfolgsgeschichten zu präsentieren, weil das Positive nur zu ihrem Nimbus passt. Royal bedeutet positiv. Gute Feelings, ja. Das heißt, ich muss also bei allem, was ich da präsentiere, muss ich sagen, wie toll das ist und wie toll das läuft und wie toll wir das machen und wie toll die Leute sind, die da beteiligt sind. Und bei den Invictus Games war es eben so, nee, andersrum. Bei Harry und Meghan bei der Doku war es so, wenn wir abends von der Arbeit heimgekommen sind, haben uns mit Kunden geärgert, mit Kollegen, haben einen Anpfiff von unserem Chef kassiert, wie auch immer, jedenfalls der Tag war so, oh, lass gut sein, dann kam auch noch vom Finanzamt eine Nachforderung und der Tag war dann komplett gelaufen, dann haben wir einen Fernseher angemacht, haben Harry und Meghan angeguckt, haben so das ein oder andere übers Königshaus erfahren und dabei zugehört, wie die beiden rumgejammert haben. Und dann haben wir da gesessen und gedacht, okay, du hast vom König einen Einlauf gekriegt, ich von meinem Chef heute Morgen. Cool. Ja, so. Und damit hatte das Ding Unterhaltungswert. Und das ist nämlich genau das Thema. Unterhaltungswert.
Hollywood ist Unterhaltung. Hollywood hat ab und an mal Produktionen, die sich auch mit problematischen Seiten dieser Erde befassen. Aber im Normalfall, und die können auch durchaus erfolgreich sein, ich erinnere nur zum Beispiel in den Film Blood Diamonds oder so, da müsste bei Megan dann was klingeln. Aber okay, das gibt's natürlich auch, aber zu 99% sind Hollywood-Produktionen, sei es für Streaming-Anbieter, sei es für die Kinoleinwand, sind tatsächlich Produktionen, die sich mit guter Stimmung befassen, ja, die also irgendwie einen aus dem Alltag holen sollen, die einen ablenken sollen, die einem eine andere Welt vorstellen sollen. Also alles nur nicht die wahren, echten Vollprobleme, die wir hier haben. Das muss ich dann abends sehen, wenn ich dann endlich meine eigenen Probleme mal zur Seite packen kann und runterkommen. So, da will ich nicht, dass die mir sagen, ja, das Finanzamt kommt, ja, kein Stück. So. Und das haben Harry und Meghan nicht verstanden. Und deswegen denke ich, ist auch die Doku über die Invictus Games so glorios gescheitert, weil niemand sehen wollte, wie sich versehrte Soldatinnen und Soldaten in ihrem Sport abmühen. Das ist sicherlich cool und sicherlich ehrenwert und so, aber wenn ich Feierabend habe, muss ich das nicht haben. Und das, ja, das hat einfach dazu geführt, dass es nicht funktioniert hat. Genau wie mit Archetypes. Archetypes hat eine Nachfrage bedient, die gar nicht besteht. Das heißt, wir hatten bei Archetypes, und das war die Idee von Meghan Markle, es sollte starke Frauen zeigen. Jetzt ist es natürlich eine Sache, starke Frauen zu zeigen, und eine ganz andere, wenn ich hingehe und erfolgreiche Frauen zeige. Das ist natürlich ein tolles Role Model, aber ich kann eine, selbst wenn ich mich noch so mühe, ich kann keine Weltklasse Tennisspielerin werden. Und ich bin nicht schwarz. Und das ist eine so spezielle Personengruppe, die im Prinzip, glaube ich, nur aus zwei Leuten besteht oder so, weltweit. Das gibt mir halt nichts, ja. Hätte Meghan es so aufgezogen, dass sie gesagt hätte, hey Serena, erzähl mal, wie war denn das so bei dir? Und ach, du hast doch mal Bill Gates kennengelernt, was ist denn das überhaupt für ein Typ und so, ja. Also dann hätte man einen Unterhaltungswert gehabt, dann hätte man auch so ein bisschen Empowerment dabei gehabt, weil man hätte vielleicht sagen können, naja, wie hat die sich damals durchgeschlagen? Ah, okay, ja, so und so hat die das gemacht. Also dann wäre da was da gewesen. Aber Meghan ist sich mal wieder selbst in die Füße gefallen und hat lustig die Nummer aufgemacht. Ich erkläre euch die Welt, ich rette euch, ich präsentiere euch die Beispiele, an denen ihr euch orientieren sollt. Und dann habe ich die beiden so beobachtet und habe geguckt, fangen sie irgendwann an, einen neuen Weg einzuschlagen, weil nach einem 1 Million Pfund verlorenen Prozess von Harry, nachdem Spotify ausgestiegen war, nachdem Netflix keine Anzeichen gegeben hat, im Vertrag zu bleiben oder beziehungsweise den Vertrag zu erneuern, der im kommenden Jahr auslaufen wird, da dachte ich mir, okay, also das solltet jetzt sogar ihr verstanden haben, dass bei euch die Luft dünn wird. Also müsst ihr was ändern. Dann habe ich festgestellt, das war im vergangenen Jahr, dass man die beiden als Redner buchen kann. Und zwar über die Harry Walker Agentur in Amerika. Und Harry Walker, muss man dazu sagen, hat die größten Namen unter Vertrag. Also wenn ihr mal eine Veranstaltung habt, bei der ihr Barack Obama sprechen lassen wollt und ihr habt das nötige Kleingeld, ihr könnt ja feuerweise Blut rumgehen lassen unter den Kolleginnen und Kollegen, dann könnt ihr bei denen tatsächlich Barack Obama als Redner engagieren. Sie haben Oscar-Preisträger, sie haben Football-Profis, also die haben alles, was man sich vorstellen kann, Wissenschaftler, Politiker, Boris Johnson ist auch dabei. Es ist eine ganz internationale Riege, hochkarätige Namen. Und durchaus Leute, wo man dann sagen kann, die bringen A, wenn ich die einlade, bringen die A ein tolles Image, ja, weil die Presse wird sich drum reißen, darüber zu berichten.
Und zum anderen können die sicherlich durchaus unterhaltsam, aber auch spannend und interessant über ihre Themen reden. Wenn ich eher so in der wissenschaftlichen Gruppe unterwegs bin, ist es natürlich toll, wenn ein Nobelpreisträger sich vor meine Studenten hinsetzt und mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert. Von daher ist das also wirklich eine namhafte Agentur. Das ist kein Witz und kein Quatsch und irgendwas. Und darüber konntet ihr Harry und Meghan buchen. Und ich dachte so für mich, naja, macht ja eigentlich auch Sinn, weil da können sie über ihr Engagement reden und können damit noch Geld verdienen. Also pft, alle Schweine im Rennen. Dann kam der Jahreswechsel. Und dieser Jahreswechsel hat mit sich gebracht, dass ich gedacht habe, musste mal noch mal so reingucken. Und jetzt ist es so, dass auf der Harry Walker-Seite sozusagen gefeaturete Redner präsentiert werden. Das heißt, das sind Redner, die besonders bekannt sind, besonders erfolgreich sind und die werden an prominenter Stelle auf der Seite genannt. Und ich dachte, scroll, 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 kein Harry, keine Meghan, scroll, scroll, nix. Dann, als ich da oben durch war, also jetzt muss man nach unten scrollen. Scroll, scroll. Komisch. Ich habe sie nicht gefunden. Dann habe ich die Namens ein versucht, die Namen nach Namen suchen. Und schwupps, padauz, da waren sie. Harry und Meghan mit einer sehr ausführlichen Biografie jeweils. Natürlich kein Preis dabei, das ist dann Verhandlungssache, weil da gehören natürlich nicht nur das Geld, was du für den Sprecher selbst bezahlst, sondern da werden natürlich gewisse Anforderungen gestellt, was den Transport angeht, was die Unterbringung angeht und so. Also kurz gesagt, so ein Nobelpreisträger, den gibt es halt nicht für eine Mark 50. Und den Boris Johnson auch nicht. Wobei ich da eigentlich mit gerechnet hätte, aber es gehört auf einen anderen Blatt. Na, jedenfalls. Also, solche Leute sind kostspielig und deswegen stehen da keine Preise dran. Ja, ich habe dann eigentlich erwartet, dass da die ja bei Harry Walker unter Vertrag stehen und man ja wirklich alles und jedes berichtet bekommt, was die beiden machen, hatte ich eigentlich erwartet, dass ich jetzt öfters mal Artikel lese, wie Harry hat eine Rede gehalten oder einen Vortrag gehalten zum Thema bei der Gesellschaft oder so. Oder Meghan hat einen Vortrag gehalten über Frauenrechte in Namibia 1910. Nein. Alles, das ist nicht passiert. Ich habe also jetzt wirklich kein Event wahrgenommen, wo die beiden irgendwie als Redner oder Sprecher aufgetaucht wären. Dann habe ich jetzt noch mal reingeguckt und habe zu meiner Überraschung festgestellt, Meghan, kannst du nach wie vor bei Harry Walker buchen, aber Harry ist verschwunden. Was sagt uns das? Zunächst sagt es uns mal wenig. Weil nämlich Harry Walker nicht mitgeteilt hat, warum der gute Duke of Sussex verschwunden ist. Wir wissen es alle nicht, wir können es nur mutmaßen. Ich gehe ganz stark davon aus, die beiden haben gleichzeitig den Harry Walker-Vertrag unterschrieben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der von Harry von vornherein eine kürzere Laufzeit hatte als der von Meghan. Von daher gehe ich mal davon aus, dass Harry entweder ausgestiegen ist oder ausgestiegen wurde. Im Gegensatz zu Meghan, die sich offensichtlich immer noch in dieser Rolle als Rednerin zu wohltätigen Themen sieht, weil sie wird auch wieder als Humanitarian verkauft und als Women's Empowerment Fighter und was weiß ich nicht alle. Aber ich denke einfach, dass die Nachfrage nach Vorträgen des Duke of Sussex eine so überschaubare war, dass man gesagt hat, man beendet die ganze Sache still und heimlich und macht da jetzt auch kein großes Ding draus. Weil ich habe jetzt nirgends auch groß gesehen, dass da andere Kommentatoren außer mir sich damit jetzt ausführlicher befasst hätten oder dass es überhaupt Thema gewesen sei. Von daher sage ich mal, ich gehe davon aus, dass man beschlossen hat, einfach die ganze Sache zu beenden, ohne großes Aufhebens davon zu machen. Meghan, wie gesagt, kann man immer noch buchen und ich denke, das passt auch in ihr Schema rein. Dieses Schema sieht nämlich so aus und das merken wir in den letzten
Wochen. Die beiden sind ganz offensichtlich inzwischen bezahlter Grüß-August, nenne ich das ja. Das heißt, sie werden gegen Geld gebucht, um Preise zu verleihen oder zu überreichen, besser gesagt, um bei Events als Stargäste aufzutreten. Ich sag nur Bob Marley, Premiere. Das ist so das, was sie jetzt tun. Will sagen, sie sind jetzt in einer Kategorie angekommen, wo sie nicht mehr selbst den Anspruch haben, kreativ zu sein, wo sie nicht selbst Projekte entwickeln müssen, an Projekten arbeiten müssen, sondern sie können im Prinzip einfach nur hingehen, gut aussehen, charmant sein, den Scheck nehmen und gehen. Das ist alles, was sie jetzt noch tun. Und nebenher läuft dann noch so ein bisschen ihr wohltätiger Schnickschnack. Also wir haben jetzt die letzte Woche wieder gesehen, da hat die gute Megan wieder bei ihrem Welcome-Projekt mit afghanischen Frauen gekocht, wo ich mich ehrlich gesagt maßlos aufregen kann. Und da werde ich wirklich sauer. Also, wie ich auf der 21, 22, 23 aus. Nee, echt, wie ich auf der Seite nachgeguckt habe und habe gesehen, ja, die afghanischen Flüchtlingsfrauen und dann kochen sie zusammen und nähen zusammen und dann gehen sie zusammen wandern und so. Und ich dachte, verdammt nochmal, Meghan Markle, ist das bei dir die Lösung von Frauenproblemen, dass wir Frauen wieder in genau diese Bereiche reinstoppen, wo sie eigentlich rauskommen sollen? Wir wollen doch die Frauen, die aus Ländern kommen, wo man auf sie, auf gut Deutsch, man Finger in die Ohren, auf sie geschissen hat, ja, wo man mit Steinen nach Frauen wirft, wo Frauen weniger Wert haben als der Dreck unterm Nagel. Diese Frauen kommen hier an, wollen die kochen? Wollen die nähen? Nein, die wollen ihre Fähigkeiten nach vorne bringen. Die wollen gefördert sein. Die sollen erfolgreiche Teile der Gesellschaft werden, damit sie zufrieden und glückliche Menschen sind, die ihre Rechnungen bezahlen können, die Zuspruch erhalten, die Lob erhalten, die auf ihren Füßen stehen können, die nicht auf andere angewiesen sind. Und was macht Meghan Markle? Was ist Meghan Markles Lösung? Kochen, putzen, tralala. Ich habe wirklich, und wie ich dann letzte Woche das Foto gesehen habe, da hätte ich schon wieder mit 20 Stiefeln reinspringen können, weil ich mich so aufgeregt habe. Und dann dachte ich, und die hat wirklich die Chuzpe, sich hinzustellen und zu sagen, ich bin Advocate of Women's Power und was. Ich dachte so, hallo, 19. Jahrhundert, Kinder, Küche, Kirche und so, ja, hat man das nicht hinter uns gelassen? Wollen wir wirklich, und das muss man sich jetzt auch mal für eine Gesellschaft vorstellen, was Meghan Markle da für ein Konzept präsentiert. Oh, Leute, ich versuche jetzt mich nicht so aufzuregen. Okay, was präsentiert sie? Ich habe das ja schon in anderen Filmen erzählt, Prinz Ludwig von Bayern. Der hat ein Projekt in Afrika am Start, wo er junge Menschen mit ihren Fähigkeiten fördert, wo er ihnen zum Beispiel ihnen die Möglichkeit gibt, beziehungsweise sie dabei unterstützt, Unternehmen online aufzuziehen oder ihr Wissen in Online-Foren anzubieten, weil diese Leute haben Wissen, sie haben Fähigkeiten, nur sie haben nicht die Möglichkeiten, die auch nach draußen zu geben und damit Geld zu verdienen. Und diese Möglichkeiten gibt ihnen die Young Lions, heißt diese Organisation. So, und das ist was, das finde ich großartig, weil es macht ja nicht wie Meghan Markle bei ihren afghanischen Frauen so, bei ihrem Welcome-Projekt so, pat, bist du aber ein liebes Fraule, tut aber schön kochen, gell? Und ich tue mir noch ein bisschen swimmen gehen, ah. Nein, sondern man muss doch gucken, was bringen denn diese Frauen mit? Wo haben sie denn Ideen? Wo haben sie denn vielleicht Visionen von dem, was sie machen möchten? Die Frauen sind ja nicht blöd. Die sind doch nicht doof.
denen muss man vielleicht nur eine Starthilfe geben, ja? Und dann können die wachsen und gedeihen in dieser neuen Welt, in die sie da geworfen wurden. Und statt dass man das macht, klopft man sich selber noch dafür auf die Schulter, dass man die Frauen in genau demselben Kontext lässt, aus dem sie eigentlich rausgekommen sind. Und da ändert es auch nichts dran, dass die miteinander lachen auf den Fotos und alles, weil innerlich haben die sich garantiert, da war was anderes erwartet. Ja, also wenn ich heute in die USA käme, dann würde ich sagen, okay, ich habe die Idee und jene Idee und ich mache das und ich kann das und biete ich und wie kann ich das euch anbieten? Wie kann ich Leute treffen, die das toll finden und die mich da fördern wollen? Und ich würde brennen, da was anzugehen. Und was macht Meghan Markle? Sie ignoriert es einfach. Ja, sie redet nicht mit diesen Frauen und sagt, hey, was können wir machen, ja? Wo können wir euch? Nein, sie kochen. Oh, okay, ich reg mich nicht mehr auf. Mein Blutdruck ist jetzt auf normal. So, also, und das Ganze sieht also jetzt so aus, dass die beiden offensichtlich das Geschäftsmodell oder ihre eigenen Strukturen, mit denen sie Geld verdienen wollen, dahin geändert haben oder dahingehend geändert haben, dass sie eben nicht mehr so sehr ihr wohltätiges Engagement nach vorne stellen, das ist so ein bisschen die Kirsche auf dem Cocktail, sondern dass sie einfach sich selbst vorstellen. Und das schlägt sich eben auch in dieser neuen Homepage nieder. Wir haben nämlich da fokussiert unter Sussex.com, was ich an sich schon ziemlich gewagt finde, weil Sussex.com würde ich eher an eine Repräsentation der Grafschaft Sussex denken oder an eine touristische Repräsentation der Gegend, ja, schöner Reisen in Sussex oder so. Nein, Sussex.com ist also ihre Homepage und da stehen sie beide im Mittelpunkt. Nein, nicht ganz. Meghan steht im Mittelpunkt. Weil, witzigerweise, die beiden haben nicht viel im Köcher. Und das sieht man an dieser Homepage. Sie haben nicht viel im Köcher, sie haben gar nichts im Köcher. Folgendes ist der Fall. Ihr seht auf der Homepage zunächst mal ein Foto von den beiden, wie sie machen. Ja, wie so Klingelaffen. Und völlig weird. Und das ist überraschenderweise ein Foto, das von Meghans Lieblingsfotograf gemacht worden ist, nämlich bei den Invictus Games in Düsseldorf. Und dieses Foto haben sie bei ihrer Weihnachtskarte verwendet, ihrer elektronischen Weihnachtskarte und damals auch auf ihrer alten Archul Homepage, wo sie eben Happy Holidays gewünscht haben. Kann man jetzt drüber streiten, ob wenn man Merry Christmas wäre vielleicht auch gegangen, aber okay. Also sie haben halt sozusagen diesen Teil der Kultur ausgelassen, was schon wieder für sich spricht, aber gut, darum soll es uns jetzt nicht gehen. Nein, es steht also wieder dieses alte Foto im Mittelpunkt und ganz groß oben drüber ein Wappen und in gefühlt jeder zweiten Zeile steht Duke and Duchess of Sussex, die Duchess of Sussex, der Duke of Sussex. Also sie können es gar nicht. Echt Leute, $1 für jedes Mal, wo da Sussex steht auf der Homepage und ich bräuchte mir über Kalifornien und die Kohle keine Gedanken mehr machen. Unfassbar. Also für zwei Leute, die so dezidiert angetreten sind, nicht mehr auf dem royalen Ticket zu fahren, fällt Duke und Duchess schon echt, echt oft. Die ganze Homepage zentriert sich nicht wie früher um Archwell und die wohltätigen Projekte, sondern sie konzentriert sich nur noch auf Harry und Meghan. Wenn ihr etwas über das wohltätige Engagement oder die wirtschaftlichen Unternehmungen, sprich Produktionen, erfahren wollt, dann müsst ihr eben runterscrollen und müsst dann auf diese Links gehen. Und dann kommt ihr auf Tochterwebsites eben für Archwell und für Archwell Productions und könnt euch dann da weiter informieren. Der nächste Punkt, der mir dabei aufgefallen ist, ist tatsächlich, dass die beiden natürlich mit einem Wappen arbeiten. Das ist ganz klar. Also oben
ganz prominent ist ein Wappen angebracht. Jetzt sagt man natürlich, ah ja, klar, das ist das Wappen vom Duke und Duchess of Sussex oder das Wappen des Herzogspaars. Ja. Mit Nichten und mit Tanten. Es ist das Wappen von Meghan. Meghan hat nämlich anlässlich ihrer Hochzeit von der heraldischen Abteilung des Königshauses ein Ei. Dieses Wappen taucht tatsächlich überall im Zusammenhang mit den beiden auf der Homepage auf. Auf jeder Seite findet ihr dieses Wappen. Und nirgends, absolut nirgends, ist Harrys Wappen. Harry hat ein eigenes Wappen als Duke of Sussex. Wenn ihr mal bei Instagram schaut, da habe ich einen Post gemacht, wo ich die beiden mal, wenn du zum Beispiel aus zwei Adelsfamilien, wenn da geheiratet wird und dann tauchen in dem, wenn es ein gemeinsamer Zusammenhang ist, also nicht nur er oder sie oder so, dann werden beide Wappen nebeneinander dargestellt. Das ist halt einfach so. Und das kann man auch machen und das hätten die beiden auch machen können. Und ich finde es schon sehr, sehr, sehr verwunderlich, wenn da nirgends Harrys Wappen als Duke of Sussex auftaucht. Also jetzt nicht, wohlgemerkt, nicht das Wappen des Königshauses. Das kann er nicht verwenden. Aber sein eigenes als Duke of Sussex, das hätte absolut dort auftauchen können. Wir lesen dann drunter zwar Harry und Meghan, aber tatsächlich das Wappen, das Signet, ist das Wappen von Meghan. Und ich sag's jetzt mal so. Es gibt für mich, obwohl Harry ja letzte Woche diesen Job hatte, wo er für die NFL einen Preis überreicht hat, ist für mich Harry, was diese ganzen Projekte angeht, die sie in Amerika angedacht haben, ist er auf dem absteigenden Ast, ist er auch mit einem Fuß aus dem Zug raus. Und ich denke, dass die momentan diese neue Weichenstellung, die passiert ist und die wir eben auch an dieser Homepage sehen können, so aussieht. Nee, noch eins wegen dem Köcher. Genau, das wollte ich nämlich auch noch loswerden, weil ihr findet, wenn ihr dann die beiden anklickt, also da gibt es ein bisschen runtergescrollt, dann, wenn du mehr wissen willst über Harry, wenn du mehr wissen willst über Meghan, dann klickst du das an. Und ich fange so an, der guten Meghan ihren Text zu lesen mit ihrer Biografie und was sie so macht und für was sie da alles schon gelobt worden ist. Und dann denke ich auf einmal, das ist doch der Textbaustein von der Harry Walker Homepage. Und tatsächlich, ich habe es dann bei Instagram, habe es euch untereinander gestellt, die haben einfach von der Homepage von der Harry Walker Agentur die Biografie, den Textbaustein. Jetzt können wir uns nicht auch noch hinsetzen und da noch mal so durch. Und der ist doch eigentlich ganz nett geworden. Komm, den nehmen wir mal. Also, ja, also das verstehe ich nicht unter Durchstarten und alles neu und hey und cool. Also, nee, das ist für mich einfach ein anderes Wort für stinkend faul. Ja, für einfach zu faul, um sich hinzusetzen oder jemanden zu bezahlen, der da so ein Textele schreibt. Also unfassbar, echt unfassbar. Ja, das war also der leere Köcher. Man nutzt nur noch einen Wappen, das Wappen eben von Meghan. Man nutzt Textbausteine aus alten Zeiten oder beziehungsweise von anderen Firmen, die auf ihren Homepages haben. Und am Ende des Tages, wenn ich so über das Ganze drüber schaue, sage ich, für mich sieht es nach Folgendem aus. Harry hat ja in der vergangenen Woche auch im Zusammenhang mit der Krebserkrankung des Königs mitgeteilt, dass er jetzt künftig öfter in England sein will, weil er will auch seinen Vater mehr unterstützen und er will da einfach aktiver werden und ja, und es sei auch, hat sich das Büro des Hauses Sussex vernehmen lassen. Er habe sich auch das Go von Meghan geholt, dass er also öfters sich absentieren wird aus Amerika und in England sein. Und das heißt für mich ganz klar, die beiden haben Folgendes festgestellt. Harry funktioniert nicht in der Öffentlichkeit. Da hat er Probleme. Er ist kein Mensch, der den Smalltalk beherrscht. Also er
er kracht ja bekannterweise frontal in irgendwelche Filmbusse rein und haut denen als erstes mal um die Ohren, dass die eigene Frau ja ganz toll Synchronsprecherin und so kann sie ja auch, ne? Und das bei offenem Mikro, ups. Also der Meister des Smalltalk ist er nicht. Er ist auch nicht der Meister der Freundlichkeit. Er ist immer dann nett und wenn ihm da irgendwas nicht schmeckt, dann macht er eben auch ein entsprechend muffliges Gesicht. Und das ist natürlich was, was du in Hollywood sowas von gar nicht brauchen kannst. In Hollywood musst du lächeln, ja, weil niemand will einen muffeligen Star. Weil muffelig sein ist gleich schwierig sein. Schwierig sein ist gleich mehr Arbeitsaufwand generieren, ist gleich weniger Geld verdienen, weil mehr Aufwand. Und deswegen sind Hollywood-Stars chronisch gut drauf. Und natürlich auch unglaublich unkompliziert und so nahbar und so lustig und so, ja. Okay, wie es hinter den Kulissen aussieht, fragen wir vielleicht nicht. Aber das ist was, was Harry nicht kann. Also wenn Harry schlechte Laune hat, dann lässt er die raushängen. Und wenn er muffelig ist, dann lässt er das raushängen. Und wir haben ja damals in diesem kleinen Clip gesehen, wo er auch auf dem Balkon am Buckingham Palace seiner Frau einen ziemlichen Schnauzer verpasst hat, weil die sich eben zu ihm umgedreht hat und mit ihm gesprochen hat. Und er hat sie dann ziemlich abgerüffelt und dass er sich wieder nach vorne drehen soll. Und da vorne spielt die Musik, ja. Also von daher, Harry kann sei Sach. Und das ist was, wo ich denke, das haben die einfach festgestellt. Er wird nicht gebucht, er wird nicht gewollt, zumal er natürlich auch mit seinem ganzen Security-Gefasel enorme Probleme verursacht für Veranstalter und das brauchen die einfach nicht, ja. Und dann fragen die halt ab dem Punkt X, ist der Aufwand, den wir betreiben müssen, um diesen muffeligen Herrn dann vor unsere Kameras zu kriegen, ist der das überhaupt wert? Bringt der uns das? Und wenn die dann noch ins Kalkül ziehen, die schlechte Presse, die sie hinterher bekommen, dann glaube ich, sinkt deren Lust gegen null. Und deswegen ist Harry nicht mehr bei Walker engagiert. Deswegen macht Harry nur noch so Vince-Auftritte, wo er dann eben einen Preis überreicht. Irgendwann wird er dann wahrscheinlich Shopping-Malls eröffnen. Und so wird er sukzessive aus diesem öffentlichen Raum rausgenommen, während Meghan weiterhin in dieser Rolle der Advokatin der Entrechteten unterwegs ist und sicherlich parallel dazu versucht, in irgendeiner Form Fuß zu fassen. Sei es als bezahlte Moderatorin, das hat sie im vergangenen Jahr schon mal gemacht bei so einem kleinen Filmevent. Also, dass sie da versucht, Geld zu verdienen. Was die beiden vielleicht nicht ins Kalkül gezogen haben, ist, dass du damit keine Millionen scheffelst, sondern dass das halt kleine Jobs sind, die auch nicht unbedingt wirklich vorhersehbar sind, die auch eine nur vorhersehbare Menge an Geld einbringen und von daher nicht wirklich zukunftsträchtig sind, zumindest dann nicht, wenn man einen Lebensstil hat wie die Sussexes. Last but not least, was ist mit Harry? What about Harry? Ich denke, er hat jetzt angekündigt, er wird mehr in England sein. Er wird seinen Vater entlasten. Dazu gehörte sicherlich schon dieser erste Blitzbesuch in London. Und ich denke, dass er sich jetzt wieder auf bekannte Erde zurückzieht, in ein bekanntes, ihm bekanntes und vertrautes Territorium zurückziehen will. Er will, denke ich, in England wieder Fuß fassen. Er wird sicherlich versuchen, dort seinen Ruf wieder aufzubauen und wird derzeit höchstwahrscheinlich, gehe ich ganz stark davon aus, Möglichkeiten, Projekte, Areale verifizieren, in denen er in England ankommen könnte. Und dass dann so der weitere Blick in die Zukunft besagt, dass er dann tatsächlich eine Rolle übernimmt, die so halb Royal, halb Geld verdienen ist, aber dass er da eben noch am Tasten ist, weil er höchstwahrscheinlich, wenn er denn gelernt haben sollte,
die alten Fehler vermeiden will. Und hier kommt dann wieder diese Idee zum Tragen, die man damals vor ihrem Abgang nach Amerika beziehungsweise zuerst nach Kanada hatte, nämlich, dass die beiden Commonwealth-Länder hauptsächlich betreuen und dann eben in Kanada leben, dort von dort aus eben sich mit dem Commonwealth befassen und teilweise dann auch in England zu großen Events sind. Und ich denke, dass das so ein bisschen die Richtung ist, die Harry jetzt einschlägt. Und ich gehe auch davon aus, dass wenn seine Pläne für England sich konkretisieren, dass er dann auch eine eigene Homepage haben wird. Im Ganzen gesehen würde ich behaupten, könnte das nicht nur der Versuch, diese beiden Karrieren, nenne ich es jetzt mal, so ein bisschen auseinander zu dividieren, könnte das nicht nur der Versuch sein, die Seilschaft zu retten, sprich, ja, lieber schneide ich einen ab, als dass die ganze Seilschaft fällt. Aber es könnte auch der Versuch sein, die eigene Beziehung zu retten. Denn ich denke mal, dadurch, dass die Vorstellungen von Arbeit, von Auftritten in der Öffentlichkeit etc. von beiden derart diametral entgegengesetzt laufen, dass die beiden einfach gemerkt haben, das funktioniert so nicht. Ja, weil Meghan ist, habe ich ja schon mal gesagt, ist die Hollywood-Blume, die geht nach draußen, die ist gut drauf, die stylt sich und hin und her und lacht und ist gut drauf und bla. Und Harry ist halt der muffelige Royal, der eigentlich gewöhnt ist, dass man ihm alles hinterher trägt und alles, was er puff, fallen lässt, dass dann schon ein Dienerlein kommt, das alles wieder schön wegmacht. Und da ist er sehr borniert, sage ich jetzt einfach mal. Und das funktioniert nicht in der Öffentlichkeit. Die Leute wollen niemanden bezahlen, der borniert ist, eingebildet, hochnäsig, mies drauf. Und deswegen dividieren die das Ganze so auseinander. Dann kann Meghan auf ihrer Seite glänzen. Harry kann versuchen, wieder sozusagen in England Terrain gut zu machen. Auch vielleicht wieder so eine kleine Annäherung an seine Familie hinzukriegen. Und schlussendlich, dass dann die Kinder eines Tages, wenn man dann genug Geld mit ihren Fotos gemacht hat, mit den Exklusivfotos natürlich, dann werden die Kinder, gehe ich mal davon aus, mit den Eltern praktisch zwei Standbeine haben und zwischen England und den USA pendeln. Denn Stand heute hat der König seine Enkelkinder seit sehr, sehr langer Zeit nicht mehr live gesehen, nur noch über Videoschalten. Und das ist natürlich indiskutabel. Zumal wenn man weiß, dass der König von England ein enorm kinderlieber Mann ist und auch auf seine vor Ort befindlichen Enkel sehr, sehr, sehr ausgelegt ist. Also er ist da sehr im Thema drin und ist ein begeisterter Opa. Und Camilla eine begeisterte Oma. So, damit hätte ich euch jetzt mal vorgestellt, was sich da Stand jetzt so getan hat. Wir werden also Archetypes bei Lemonada frisch verwurstet sehen. Angeblich ist sie ja auch mit ihrer Podcast-Liebe endlich gelandet bei Lemonada und wird dann wahrscheinlich auch noch weitere unglaublich menschenfreundliche Projekte dort an den Start bringen. Und Harry, ja, Harry wird Preise verteilen und ja, lassen wir uns überraschen, denn ich denke, da kommt noch einiges. Ich halte euch wie immer auf dem Laufenden, ganz klar, hier bei KTD, wo auch sonst. Bedanken möchte ich mich an der Stelle ausdrücklich bei meinen Royalistas, die diesen Kanal so wirklich intensiv unterstützen, die hier immer dabei sind und die einfach toll sind. Wenn ihr Royalista werden wollt, einfach hier unten den Button verwenden, Mitglied steht da drauf oder schaut mal auf der Community-Seite, da habe ich so einen Post gemacht, wie man das anstellen kann und ja, ich blende euch hier auch mal ein, weil ich finde, wer Lob verdient hat, soll auch genannt werden. In diesem Sinne bedanke ich mich recht herzlich bei euch, freue mich schon, wenn wir uns am Sonntag live sehen, das wird bestimmt toll und ansonsten, ja, eine tolle Woche für euch alle. Bis dann. Tschüss. Es bleibt spannend. Oh!